Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Woche bei Finance TV. Der Brexit hat das Thema Cost-Cutting wieder auf die Management-Agenda in Deutschland gebracht. Viele Manager glauben im Moment sicherlich, dass sie da nochmal was machen müssen, um ihre Erträge zu schützen, um ihre Gewinnprognosen halten zu können. Wir schauen das Thema heute mal an mit dem Unternehmensberater Michael Meyer, Geschäftsführer von Accenture Strategy. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Sie sind Cost-Cutting-Expert und haben auch sehr tief Research gemacht über die Cost-Cutting-Programme der großen deutschen Unternehmen in den letzten Jahren. Wie ist denn die Bilanz? Wie gut sind die deutschen Manager beim Thema Kostensparen? Ja, zunächst haben wir uns einmal angeschaut, was die DAX 30 Unternehmen in Deutschland überhaupt tun bezüglich Cost-Cutting und Restrukturierung. Wir haben festgestellt, dass die sehr breitflächig unterwegs sind. 90% der DAX 30 Unternehmen fahren solche Programme. Das mit einem großen EBITDA-Potenzial, mit einem großen Potenzial auf der Seite des operativen Gewinnes. Wir haben festgestellt, dass die Unternehmen signifikante Ziele haben innerhalb dieser Restrukturierungsprogramme. Das sind sowohl Cost-Cutting-Programme wie auch Wachstumsprogramme, die dahinter stehen. Zum Teil werden dort Ziele erreicht von über 50% des betrieblichen EBITDAs. Die Ergebnisse sind erstaunlich gut. Die deutschen Manager liefern das, was sie sich als Ziel setzen. Und wir haben festgestellt, dass gerade die kleineren Programme die Ziele sogar übererfüllen, die größeren Programme die Ziele durchaus sehr, sehr gut erfüllen. Das ist eigentlich wenig verwunderlich, denn mit dem richtigen schweren Werkzeug kann man ja immer relativ schnell tiefe Kosteneinschnitte vornehmen. Die entscheidende Frage ist immer, schafft man es dabei nicht, in das Muskelfleisch reinzuschneiden? Richtig. Wie ist da der Königsweg, dass das nicht passiert, gerade wenn man akut ran muss, wie vielleicht jetzt nach dem Brexit? Ja, richtig. Also die Frage ist, wie akut ist es jetzt tatsächlich? Die Unternehmen, die wir uns angeschaut haben über die letzten Jahre, waren jetzt alle nicht in einer tiefen finanziellen Krise, sondern zumal die Unternehmen wurden getrieben, aus der Erwägung heraus wettbewerbsfähiger zu werden, neue Märkte zu erobern. Und den Kardinalsweg an dieser Stelle, den gibt es sicherlich nicht. Die tiefen Einschnitte machen die Unternehmen derzeit nicht, sondern sie fahren eher die moderaten Programme und wie gesagt, nicht nur die Kosten rausnehmen, sondern auch in die Zukunft gerichtet auf ein Wachstum auf der Topline zu gehen. Was sind denn Warnsignale, woran man als Manager erkennen kann, dass man im Moment dabei ist, zu tief zu schneiden, das Unternehmen zu beschädigen langfristig? Ja, natürlich, wenn man nachher nicht mehr in der Lage ist, die Prioritäten, die man sich auf der strategischen Seite gesetzt hat, die also typischerweise der COO oder der Chefstratege sich gesetzt hat, wenn man die mit dem bestehenden Personalkörper, mit den bestehenden Fähigkeiten nicht mehr unterstützen kann, dann hat man zu tief geschnitten. Das ist aber auch eine Kritik, die Sie formulieren in Ihrem Research. Sie sagen, die strategischen Ziele, die mit dem Cost-Cutting verbunden werden, werden nicht erreicht, weil das Geld anschließend falsch investiert wird. Warum? Ja, hier an der Stelle haben wir festgestellt, dass die verschiedenen Stellen, die dafür verantwortlich sind, nachher das Geld, was durch die Restrukturierungsprogramme freigesetzt wird, zu reinvestieren, dass die sich nicht vernünftig miteinander abstimmen. Hier stehen ganz klar im Fokus der CFO, der CEO, aber genauso der Chief Operating Officer, also der für die Betriebsmodelle verantwortlich ist, und der Chefstratege. Das heißt, das Problem ist, der CFO erntet die Früchte, nimmt sie aus der Kostenbasis raus und der CFO verschleudert sie dann? Ich würde nicht sagen, dass er sie verschleudert, weil wir haben ja auch festgestellt in unserer Studie, dass die Erfolge dieser Restrukturierungsprogramme durchaus da sind. Aber es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum das noch nicht nachhaltig im Unternehmenserfolg ankommt. Was wäre Ihr Ratschlag? Wie machen das gute Unternehmen? Ja, gute Unternehmen, die zunächst mal investieren verstärkt in die Digitalisierung. Und das ist auch nicht ein Schlagwort. Das ist das, was die Unternehmer uns gesagt haben, was sie tun werden in Zukunft. Und durch diese verstärkte Digitalisierung werden die Unternehmen in die Lage versetzt, auch die Zukunftstrends besser zu erkennen, als sie das heute tun. Und dann muss das fehlende Alignment zwischen dem CFO, dem COO und dem Chefstrategen hergestellt werden. Also ganz klar Fokus, Fokus, Fokus. Die Frage ist natürlich immer, die meisten Unternehmen haben noch nicht viel Erfahrung mit Digitalisierung. Wenn die jetzt alles, was sie aus dem operativen Geschäft an Einsparungen rausholen, da rein investieren, hat man ja eine gewisse Risikoallokation. Man könnte ja auch sagen, nicht alle Eier in einen Korb, das macht auch Sinn. Richtig. Risikobreit streuen ist nicht verkehrt. Agilität wahren, aber was ich hier nur sagen kann an der Stelle, wir brauchen ein bisschen mehr Silicon Valley hier in Deutschland und das ist die Digitalisierung und die Digitalisierung wird die deutsche Wirtschaft da weiterbringen. Also ganz klares Plädoyer für Fokus. Wir kommen zu den drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Gerne ja oder nein. Die erste Frage: Erzielen ausländische Konzerne mit ihren Cost-Cutting-Programmen bessere Renditen als die deutschen? Nein, tun sie nicht. Die Deutschen sind aus meiner Sicht Weltmeister. Wow. Zweite Frage: Macht es der Einsatz digitaler Lösungen aus sich heraus leichter, die Früchte der Sparprogramme hochrentierlich zu investieren? Ja, weil durch die Digitalisierung Sie zunächst mal erkennen, wo denn richtigerweise das Geld eingesetzt werden soll. Und die dritte Frage: Würden Sie dieser These zustimmen, wenn die CFOs auch die Wiederanlage der eingesparten Mittel unter ihrer Kontrolle hätten? Wären die Ergebnisse besser? Nein, weil es ist das Alignment zwischen den genannten CFO, CEO und COO. Eine Teamaufgabe, das Cost-Cutting auch in Zeiten des Brexits. Danke für Ihre Einschätzung, Michael Meyer. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht war der ein oder andere Tipp für Sie dabei.
Bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein bei Finance TV. Wir sprechen darüber, was der Brexit speziell für die Frankfurter Banker, für die Frankfurter Berater und Anwälte bedeutet. Das könnte Sie auch interessieren. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.